Hallo, es wird höchste Zeit, dass ich mein letztes Rätsel auflöse. Da kam ich lange nicht dazu, weil es nämlich hier direkt an die Orgel gebunden war. Und deswegen möchte ich das eben jetzt nachholen. Ich habe euch ja so einen Fresszettel gegeben, beziehungsweise eine Skizze, und habe euch gesagt, macht daraus Musik. Ja, den Fresszettel habe ich selber gar nicht mehr im Original, deswegen muss ich auf meine eigene Fotografie zurückgreifen. Und den schauen wir uns jetzt an. Guckt mal, zwei Kameras machen es möglich, dass ihr mich und die Skizze sehen könnt. Also, diesen Zettel habe ich euch gezeigt und als erstes schauen wir uns die Nummern in Klammern hier an. Das ist hier einmal eine 5, hier eine 27 bis 29 und hier oben eine 21 bis 24. Das bezieht sich natürlich auf die Register, die ich verwendet habe und die sind eben nur an dieser Orgel hier verfügbar, deswegen auch mit dieser Nummerierung eben, deswegen muss ich eben auch hierher. Und das ist im Pedal der Choralbass 4 Fuß auf der einen Seite. Auf dem ersten Manual 21 bis 24 haben wir Gemshorn, Viola di Gamba, Prinzipal 8 Fuß und Prinzipal 16 Fuß. Und ferner auf dem Schwellwerk Salizional 8 Fuß, Violine 8 Fuß, auch wenn hier 4 Fuß steht, das ist falsch. Und Vox Angelica auch wieder 8 Fuß, also Streicher plus Schwebung. Gehen wir wieder zurück zu unserer Skizze. Was haben wir hier für Angaben? Abgesehen davon, dass wir hier also ein etwas wildwüchsiges Notensystem haben, was wir jetzt gleich im Einzelnen angucken, haben wir erstmal die Aufteilung der Hände. Da ist schon ganz klar angeordnet, dass, oder gesagt, dass das Pedal eben mit dem Vierfuß hier zu spielen ist, dass diese Register 27 bis 29 für die rechte Hand bestimmt sind und sich hier offenkundig auf die Akkorde beziehen, die ich drunter geschrieben habe, und eben für die linke Hand das, was auf dem Oberwerk stattfindet. Ja, jetzt müssen wir noch zuordnen, wo gehört was hin. Pedal mit Vierfuß bezieht sich hier auf die halben Noten und es ist einfach eine Tonleiter abwärts. Das heißt konkret, jetzt stelle ich die Kamera mal dahin, eine F-Dur-Tonleiter abwärts. So, eine F-Dur-Tonleiter abwärts heißt konkret das. So, im nächsten Schritt schauen wir nun, was wir noch haben. Wir haben hier ferner lauter Achtelnoten, die immer mit einer Pause am Anfang versehen sind. Und die sind hier gekennzeichnet mit dem Pfeil für die linke Hand. Und vom Rhythmus her kommt daher Folgendes raus. Das ist dann sozusagen unsere Bassstimme, weil im Pedal eben die Melodie und nicht der Bass ist, also ein Pedal Cantus Firmus. Und dann haben wir ja ferner hier noch für die rechte Hand Akkorde angegeben. Und diese Akkorde sind angegeben in ihrer Lage. Das heißt, F-Dur mit einer 3 drüber bezieht sich darauf, dass F-Dur in Terzlage zu spielen ist. Ich gehe gleich weiter. C-Dur mit einer 5 oben heißt in Quintlage, D-Moll, kleingeschrieben deswegen, weil es Moll ist, in Terzlage, A-Moll Quintlage, B-Dur Terzlage, F-Dur Quintlage, C-Dur Oktavlage, F-Dur Quintlage. Heißt dann konkret, das hier F-Dur Terzlage, C-Dur Quintlage, D-Moll Terzlage, A-Moll Quintlage, B-Dur Terzlage, F-Dur Quintlage, C-Dur Oktavlage und F-Dur wieder in Quintlage. Ja, und dann müssen wir all das nur noch zusammensetzen und erhalten dann hoffentlich Musik. Und die führe ich euch jetzt vor. Thank you.
Das wäre es gewesen. Ich weiß, es haben ein paar gelöst. Ich werde es dann nochmal drunter schreiben. Das habe ich nämlich hier an der Orgelleiter nicht im Kopf. Dankeschön.